Mein Vater ist ja Gynäkologe. Ich meine, was meinst du, was bei uns im Haus los war? Ich versuche diesen Zusammenhang gerade herzustellen. Und meine Mutter war Schauspielerin, daher kann ich dir sagen, weil wir in so einem kleinen Dorf aufgewachsen sind, in dem mein Vater ja als Gynäkologe gearbeitet hat, aber letztendlich ist er ja auch Allgemeinmediziner. Und dann ist natürlich die Bude immer voll mit Leuten. Der eine hat sich den Arm abgesägt, der nächste vom Traktor überfahren, der andere hat eine Kuh zusammengetreten oder umgekehrt. Und ist es dann auch so, wie man sich das auf dem Land vorstellt, dass dann, wenn du behandelt wirst und der Arm wird wieder dran genäht oder ein Kuhhuf wird wieder dran genäht, dass man dann mit einem Sechserpack Eier bezahlt oder mit einem selbstgebackenen Brot? Es ist total die Realität. Es ist tatsächlich so, dass die Leute sagen, Herr Doktor, was können wir Ihnen geben? Und dann... Ihren Erstgeborenen! Okay. Ja, dann sehr bitteschön.